Ja, ich begrüße Sie natürlich auch ganz herzlich. Und eines der ganz zentralen Themen, natürlich auch in dieser Sitzungswoche, auch mit der Regierungserklärung von Frau Merkel am Donnerstag, wird nach wie vor die Entwicklung in der Ukraine sein. Ich kann für meine Fraktion nur deutlich sagen, wir bedauern die Entwicklungen, die sich jetzt dort abzeichnen, sowohl die Entwicklung auf der Krim, vor allem aber auch die eingeleitete Eskalationsspirale, die wir jetzt erleben. Der Westen hat Sanktionen beschlossen. Russland droht jetzt seinerseits mit Sanktionen. Die Mitgliedschaft in der G8 ist suspendiert worden. Wir halten das für eine absolut schlechte Entwicklung und teilen in dem Punkt eigentlich die Auffassung von Henry Kissinger, der deutlich gesagt hat, Sanktionen sind keine Strategie, sondern sind der Beweis, dass man keine hat. Und genauso ist es, glaube ich, in diesem Falle. Also unseres Erachtens helfen Sanktionen nicht weiter, auch nicht militärische Drohgebärden, sondern es geht endlich darum, zu dem Grundsatz einer guten, friedlichen Außenpolitik zurückzukehren, Gespräche zu führen. Und wir sehen natürlich auch sehr klar, wo Ursache und Wirkung liegen. Also natürlich hat die Entwicklung in der Krim, auf der Krim, das Referendum auf der Krim, ganz direkt etwas damit zu tun, was vorher in Kiew passiert ist. Wenn eine Regierung gebildet wird, in der einerseits die russische Minderheit keine Stimme hat, andererseits eine Partei vertreten ist, die offen faschistisch und antisemitisch agiert, die Swoboda-Partei mit einflussreichen Positionen, dann empfinden wir es wirklich als ein absolutes Versagen, auch der deutschen Außenpolitik, eine solche Regierung anzuerkennen. Das hat die Situation zugespitzt. Und natürlich halten wir es auch nach wie vor für hochproblematisch, dass offensichtlich in der Bundesregierung nicht anerkannt wird, dass eine friedliche, eine gedeihliche Zusammenarbeit in Europa nur möglich ist, wenn auch russische Interessen berücksichtigt werden. Diese Position haben wir schon in der letzten Woche deutlich vertreten. Wir finden erfreulich, dass es doch immer mehr Stimmen auch in der politischen Debatte gibt, die Ähnliches fordern. Beispielsweise hat Egon Bahr ja sehr deutlich gesagt, dass er auch sich die Rückkehr zu einer Außenpolitik wünscht, die die Interessen Russlands mit berücksichtigt. Gestern oder vorgestern hat sich Günther Verheugen in die Debatte eingeschaltet und hat auf den Umstand hingewiesen, dass es tatsächlich das erste Mal im 21. Jahrhundert jetzt in Europa eine Regierung gibt unter Beteiligung von Faschisten und was das also für eine bedenkliche und beängstigende Entwicklung ist. Und angesichts dieser Situation würden wir uns natürlich wünschen, dass irgendwann auch in der Bundesregierung ein entsprechendes Einlenken stattfindet. Nun kann man sagen, also wenn der Grad an Unsachlichkeit und Aggressivität ein Zeichen dafür ist, wie unsicher oder auch wie schlechtes Gewissen Parteien haben, dann muss man sagen, steht es zumindest offensichtlich um SPD und Grüne ziemlich schlecht. Die unterirdische Plakatkampagne der Grünen möchte ich hier gar nicht kommentieren. Aber natürlich haben wir auch zur Kenntnis genommen, wie Herr Gabriel, Positionen, die genau das beinhalten, was ich eben genannt habe, nämlich die Berücksichtigung russischer Interessen und auch die Verurteilung von faschistischen Parteien in der ukrainischen Regierung, dass er solche Positionen diffamiert hat als Rechtfertigungsreflexe, die irgendwo das geistige Niveau der 70er Jahre von K-Gruppen hätten. Und da muss man sich wirklich fragen, wie es um die Zurechnungsfähigkeit des SPD-Vorsitzenden bestellt ist, wenn er Positionen, die von Persönlichkeiten wie Egon Bahr oder Verheugen vertreten sind, offensichtlich also dort mit diffamiert. Das finden wir wirklich kein Niveau einer politischen Debatte. Und wir wünschen uns, dass hier wieder eine Sachlichkeit einzieht, ja, wie sie eigentlich dem Thema auch angemessen wäre. Unabhängig davon gibt es natürlich in dieser Woche weitere wichtige Themen. Ein Thema ist jetzt auch heute Abend Gegenstand des Dreiertreffens, des Koalitionstreffens. Das ist der Mindestlohn. Der Mindestlohn ist ja eines der wenigen Dinge, wo die SPD sagen kann, dass sie das, was in ihrem Wahlprogramm steht, zumindest ansatzweise in die Regierungspolitik hinübergerettet hat. Selbst dieser Mindestlohn von 8,50 € soll jetzt offenbar kleingeschossen werden. Es gibt immer mehr Debatten über mögliche Ausnahmen. Und selbst Frau Nahles hat zumindest in einem Punkt dieser Debatte jetzt nachgegeben, indem sie gesagt hat, also unter 18-Jährige sollen ihn nicht bekommen. Weitere Stimmen fordern jetzt schon unter 21-Jährige auszunehmen. Wir halten das für eine wirkliche Gespensterdebatte. Auch die Argumente sind wirklich beängstigend,
niveaulos. So wird zum Beispiel gesagt, ja, also wenn Jugendliche einen Mindestlohn bekämen, dann hätten sie doch gar keinen Anreiz mehr, Ausbildungsplätze anzunehmen, weil sie dann doch lieber als Hilfsarbeiter für Mindestlohn arbeiten. Also ich glaube, wer so argumentiert, ich weiß nicht, wo der lebt. Also das Problem von jungen Menschen in diesem Land ist ganz sicherlich nicht, dass sie vielleicht so attraktive Angebote jenseits der Ausbildung haben, sondern dass die Ausbildungsplätze fehlen. Und das ist auch eine Kritik, die wir ja immer wieder formuliert haben. Aber indem man dann noch Ausnahmen beim Mindestlohn macht, löst man dieses Problem mit Sicherheit überhaupt nicht. Deswegen bleiben wir auch als Linke dabei. Wir brauchen in Deutschland einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn ohne Ausnahmen. Und wir finden auch nach wie vor 8,50 Euro ist deutlich zu wenig. Das ist weit weniger als das, was unsere europäischen Nachbarn haben. Dort sind in der Regel, zumindest bei den Ländern, die vergleichbar sind mit Deutschland, deutlich über 9 Euro angesagt. Und er kommt natürlich auch zu spät. Also der DGB hat im Jahre 2010 diese 8,50 Euro gefordert. Wir reden jetzt über eine Zeitspanne bis 2017. Das heißt, das ist natürlich dann kein 8,50 Euro Mindestlohn mehr, sondern durch die Geldentwertung deutlich weniger. Also alles schon dünn genug. Wenn jetzt noch Ausnahmen dazukommen, dann muss man sagen, dann hat die SPD ja wirklich alles aufgegeben, was sie irgendwann mal ihren Wählerinnen und Wählern versprochen hat. Letzter Punkt, den ich ansprechen möchte, nur sehr kurz. Wir haben heute in Karlsruhe die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Kenntnis genommen. Nun würde es Sie nicht wundern, dass wir natürlich diese Entscheidung so nicht begrüßen, sondern eher bedauern. Trotzdem halten wir es nach wie vor für richtig, dass die Klagen stattgefunden haben, weil sie haben schon etwas gebracht. Zum einen ist noch mal sehr deutlich gesagt worden, dass die Haftungssumme auf 190 Milliarden limitiert wird. Das ist zwar immer noch ein gigantischer Betrag, aber es wären sonst im Grunde unlimitierte Haftungen möglich gewesen. Auch ist das Informationsrecht des Bundestages verbessert worden. Aber wir sagen trotzdem insgesamt, es ist sehr, sehr bedauerlich, dass dieser ESM so jetzt als verfassungsgemäß beurteilt wurde, auch gerade angesichts der Entwicklungen, die wir mit der Bankenunion beobachten können. Denn nach wie vor ist nicht nur nicht ausgeschlossen, sondern sehr wahrscheinlich, dass die Banken über die Bankenunion auch Zugriff auf das Geld des ESM und damit eben auch auf 190 Milliarden des deutschen Steuerzahlers bekommen können, und zwar als direkte Bankenunterstützung. Wir halten das für eine ganz fatale und auch eine ganz gefährliche Entwicklung. Und dagegen wird die Linke auch weiterhin massiv Widerstand im Parlament und natürlich auch außerhalb verkörpern. Dankeschön, Sarah Wagenknecht. Die Regierungskoalition verlieren so langsam die Geduld mit der Opposition, was die Minderheitenrechte angeht. Reicht es Ihnen nicht, wenn Sie, wie jetzt zum Beispiel beim Ausschuss, der diese Woche konstituiert wird, die 25% zugesagt bekommen? Wollen Sie wirklich vor das Verfassungsgericht deswegen ziehen? Also da werden wir uns noch mal verständigen. Da gibt es sicherlich auch Gespräche noch mal mit den Grünen, ob man deswegen für das Verfassungsgericht zieht. Aber ich finde den Gestus der Großen Koalition in der ganzen Debatte schon befremdlich. Minderheitenrechte sind nicht ein Gnadenakt, den eine Regierung gewährt, sondern Minderheitenrechte sind ein elementarer Grundsatz unserer Verfassung. Es gibt keine Demokratie ohne eine Minderheit, die auch elementare Rechte hat und diese Rechte auch wirklich wahrnehmen kann. Und insoweit finde ich den Umgang und auch die Debatte darüber, wie sie teilweise geführt wird, schon nicht angemessen. Zusatzfrage. Es sind jetzt weitere Gespräche mit der Großen Koalition dazu ausgeschlossen? Also ist es jetzt gescheitert auf dieser Ebene? Ja, also wir sind nicht diejenigen, die sich Gesprächen verweigern. Und wenn man in Gesprächen vorankommt, dann wird man das sicherlich, wird man solche Gespräche auch weiterführen können. Aber zumindest ist jetzt erstmal ein Punkt erreicht gewesen, der für uns natürlich nicht sehr erfreulich war und wo man jetzt auch erstmal deutlich sagen muss, dass wir uns da etwas anderes vorgestellt haben. Wie beschädigt sind die Beziehungen zwischen Linkspartei und SPD? Wie nachhaltig ist die Beschädigung? Ja, also erstmal sehe ich gar nicht, sag mal, die SPD als einheitlichen Block agieren. Also wir hören aus der SPD sehr unterschiedliche Stimmen, gerade zu diesem Konflikt, gerade zur Situation in der Ukraine und auch zu Russland. Aber die SPD-Spitze und offensichtlich eben unter deren Einfluss auch die Netzwerke haben offensichtlich die Position, dass man mit solchen Unterschieden nicht umgehen kann, dass man keine Gespräche führen kann. Ich finde, das ist eher ein Zeichen von Unsouveränität, auch von Unsicherheit.
und vielleicht auch, wie vorhin gesagt, auch von einem gewissen schlechten Gewissen, wenn man sich so die SPD-Entwicklung anguckt. Also Herr Gabriel verurteilt heute ganz groß dröhnend Völkerrechtsbrüche, aber die SPD bekanntermaßen hat selbst zwei völkerrechtswidrige Kriege mit unterstützt, nämlich in Jugoslawien und in Afghanistan. Und offensichtlich liegen da die Nerven blank, anders kann ich das nicht beurteilen. In der kommenden Woche hat die Große Koalition ihre ersten 100 Tage hinter sich. Wie beurteilen Sie die erste Zeit? Ja, ich glaube, das ist wirklich ein sehr, sehr dürftiger Start gewesen. Wir haben eine Große Koalition erlebt, die über Themen gestritten hat, die allerdings unseres Erachtens sicherlich nicht die ganz zentralen Themen sind, die die Menschen in diesem Lande bewegen. Auf der anderen Seite ist da, wo wirklich etwas passieren müsste, relativ wenig auf den Weg gebracht worden. Selbst da, wo Reformen angegangen werden, beispielsweise bei der Rente, unterstützen wir zwar, dass es die Verbesserungen gibt für ältere Mütter, dass es Verbesserungen gibt, beispielsweise für Menschen, die lange gearbeitet haben, 45 Beitragsjahre haben. Aber das Problem Altersarmut wird überhaupt nicht angepackt mit diesen Rentenreformen. Wir haben das ganze Problem der Steuergerechtigkeit, wo wenig passiert ist, wo die SPD auch ihr komplettes Wahlprogramm über Bord geworfen hat. Es wird keine reichen Steuern geben. Es wird keine Vermögenssteuern geben, keine stärkere Besteuerung von Erbschaften. Wir halten das für sehr, sehr problematisch. Wir haben eine Kontinuität in der Europapolitik und jetzt eben leider auch eine sehr, sehr schlechte Außenpolitik, gerade auch bei der Frage der Ukraine. Also insoweit eine Große Koalition der sehr, sehr kleinen Ansprüche, die mit Sicherheit keine langfristige Strategie hat, wie sie die Probleme angeht, sondern die leider dem Motto weiterhin folgt, das Frau Merkel ja in der Vergangenheit schon angewandt hat, Zeit kaufen, sich durchwinden, irgendwie überdauern. Aber so wird eben die Situation in Deutschland nicht besser, sondern schlechter. Frau Wagenknecht, der EuGH beschäftigt sich seit heute mit einem Fall einer Rumänin, die in Deutschland kein Hartz IV bekommen hat und dagegen jetzt geklagt hat. Die Kommission hatte schon im Januar gesagt, dass pauschal ein Hartz-IV-Antrag nicht abgelehnt werden darf. Wie ist da der Position der Linken zu? Ja, das muss man sich im Einzelfall angucken. Wir finden schon, dass Menschen, die in diesem Lande leben, natürlich auch eine Chance haben müssen, wenn sie beispielsweise auf Jobsuche sind oder wenn sie arbeitslos werden, natürlich auch zu überleben. Was für uns wichtig ist, ist, dass diese Themen nicht ausgeschlachtet werden, um Ressentiments zu schüren gegenüber bestimmten Bevölkerungsgruppen. Weil gerade bei Rumänen und Bulgaren, die nun sehr in der Debatte gestanden haben, ist es ja Fakt, dass der übergroße Teil der Menschen aus diesen Ländern in Deutschland arbeitet. Also nicht etwa hierher kommt, um Hartz IV zu beziehen, sondern wirklich um zu arbeiten. Viele sind sogar hochqualifiziert. Das heißt, Deutschland profitiert von dieser Zuwanderung. Und ich finde, dass diese realen Entwicklungen darf man jetzt nicht dadurch zuschütten oder dadurch klein machen, dass man Einzelfälle immer wieder in den Vordergrund spielt. Also sicherlich müssen wir gucken, dass unser Sozialsystem, wenn wir Einwanderung wollen, natürlich auch für diejenigen hält und trägt, die eben dann in die Arbeitslosigkeit fallen. Sie haben eine Frage. Ihnen und anderen aus der Partei geäußert, diese außenpolitischen Thesen zur Krim-Krise, zur Ukraine, die bei Grünen und SPD auf sehr großes Befremden, Sie haben es angesprochen, stoßen. Dazu gibt es nun die These, dass von Ihnen und den anderen aus der Partei diese Thesen aufrechterhalten werden, eigentlich nur aus Angst vor einer möglichen Regierungsbeteiligung, 2017 oder wann auch immer. Was entgegnen Sie dieser These? Also das ist ja nun völlig absurd. Also ich finde, dass die Ukraine ist ein Thema, das viel zu wichtig ist und auch die Entwicklung dort ist viel zu gefährlich, als dass man darauf aus solch einem Thema jetzt irgendwelche parteipolitischen Süppchen kochen könnte und Koalitionsbeteiligungen abwägen oder unmöglich machen wollte. Was natürlich die Realität ist, wenn ich mir die Außenpolitik der SPD angucke, eine Außenpolitik, die Kriegseinsätze generell gutheißt, eine Außenpolitik, die eben nicht auf Ausgleich, auf Vermittlung setzt, sondern die beispielsweise wirklich in der Ukraine meines Erachtens grundsätzlich versagt hat und auch in anderen Regionen dieser Welt eben nicht eine Friedenspolitik ist, also keine Außenpolitik in der Tradition Willy Brandts, dann ist das natürlich eine Außenpolitik, die nicht kompatibel ist mit unseren Vorstellungen. Und wir sagen tatsächlich sowohl in der Frage, dass Krieg kein Mittel der Politik sein darf, als auch in der Frage der Ostpolitik, nämlich der Einbeziehung Russlands, steht die Linke weit eher in der Tradition Willy Brandts als die heutige SPD-Führung. Aber das kann sich ja ändern. Und noch einmal, auch die SPD ist nicht eine Monolithpartei. Ich halte die SPD, so wie sie sich zurzeit
außenpolitisch aufstellt, macht sie doch den Eindruck einer ziemlich zerstrittenen Truppe. Also wenn ich mir auf der einen Seite Egon Bahr und Verheugen anhöre oder auch andere Stimmen aus der SPD und dann Herrn Gabriel, dann sind dort doch sehr entscheidende Unterschiede. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass irgendwann in der SPD diejenigen doch wieder stärker Einfluss gewinnen, die sich auf die Tradition von Willy Brandt beziehen wollen. Und dann wären sicherlich da auch größere Überschneidungen möglich.